Leute und herzlich willkommen bei einem kleinen Video. Diesmal möchte ich über Dislikes, Hater und Kritik sprechen. Ja, weil es mich einfach mal interessiert, was ihr dazu sagt, weil ja, natürlich habe ich Hater, bekommt Dislikes und so weiter, halt das, ja, das Standardmäßige halt. Und ja, es würde mich halt sehr interessieren, was ihr davon haltet und so, weil ich bin ja eigentlich so der Typ, der ja nicht ganz so gut damit klarkommt, aber auf YouTube muss man das halt gewöhnt sein, deswegen. Also ich denke mal, so darüber kann ich ja euch mal erzählen, dass ich, ja, also ich achte halt null auf Dislikes. Ich schaue mir an, wie viele Dislikes ich habe und so. Aber im Endeffekt, ja, jucken mich die Dislikes nicht. Also wenn ihr das Video gerade vielleicht seht und ich zu dumm bin, hier in dieses verkackte Loch zu kommen, dann könnt ihr ja gerne wieder ein Dislike geben, aber es juckt mich einfach nicht. Weil, keine Ahnung, es ist einfach, man, ich weiß nicht, Dislikes sind auf YouTube so unnötig irgendwie. Die waren ja auch mal abgeschafft oder so. Aber jetzt sind die ja schon lange wieder da. Und ich fand's einfach ziemlich, ja, scheiße von YouTube das wieder einzuführen, weil ich finde, Dislikes sind so unnötig. Niemand achtet wirklich auf Dislikes, nur diese Hater. Die Haters sind halt immer da und ja, die haten halt dann, geben Dislikes und so weiter. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, was es denen bringt. Und beispielsweise, nehmen wir mal irgendein Video von mir, das hat 10 Likes, 20 Dislikes. Kommt ganz selten vor, kann aber passieren. Und da muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, was es bringt. Das krasseste Video von mir hat, glaube ich, 45 Dislikes und nur 20 Likes oder so. Und ich denke mir so, okay, aber was bringt es den Hatern? Also das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, was es den Hatern wirklich bringt. Und ja, das Grundstück ist wirklich hübsch. Muss ich sagen, so schön kann ich nicht bauen. Ja. Ich sehe es nicht ganz so. Mir ist wichtig, die Likes. Ob ich jetzt 10 oder 20 oder 5 Likes habe, ist mir sehr wichtig. Und halt Kritik oder positives Feedback, weil mir ist egal, ob es negatives oder positives in den Kommentaren steht. Hauptsache, es steht erstens keine Beleidigung da und zweitens auch vielleicht kein unnötiges. Also ich finde, positiv ist es immer gut. Hate finde ich in den Kommentaren nur angebracht, wenn es sachlich formuliert ist, wenn da steht, du scheiß Hurensohn, du fetter Bastard, verpiss dich hier. Dann finde ich das ein bisschen unnötig. Aber wenn da steht, keine Ahnung, dein Mikro hat gerauscht oder die Videoqualität war verschwommen oder so, dann, keine Ahnung, kann man das doch nicht negativ sehen, oder? Ich finde das so unnötig, einfach immer Dislikes zu verteilen, egal was jemand macht. Es gibt ja Hatewellen bei YouTubern, die sind richtig krass. Man sieht, man kann ja mal anmerken, zum Beispiel das Aura PvP Event oder so. Heute schon wieder habe ich gesehen, das ist für euch schon lange her, aber so Mr. Morgame oder so bekommt einfach, keine Ahnung, er bekommt einfach 200 Dislikes, 300 Dislikes und dagegen, ja, die Truhen sind halb durchsichtig, das ist natürlich schön, und bekommt dafür halt richtig, ja, auch viele Likes wiederum. Aber ich finde trotzdem, es widerspricht sich irgendwie so ein bisschen. Also mit diesem, ja, irgendwie, dass man nicht unnötig einfach rumhatet. Das finde ich eben das Krasse an YouTube, dass es so viele Hater gibt, die einfach disliken, 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 ohne eine wirklich gute Begründung mal zu haben. Jetzt wird es hier Nacht und ja, ich schalte mal den Shader aus. Es ist einfach, ja, das ist hier auf irgendeinem unbekannten Server, den kennt ihr nicht, das ist der mit der meisten User-Zahl, das stimmt aber nicht, das ist gefaked. Es sind immer so 100 User oder hier drauf, ich, keine Ahnung, ich gehe hier einfach durch, hier sind so ein paar Ruinen, das finde ich ganz geil eigentlich immer. Und ja, ich weiß nicht, dieses positive Feedback baut mich immer auf, die Likes bauen mich auf, aber die Dislikes, ich weiß nicht, ob die mich schwächen oder stärken, ich würde mal sagen, ja, nichts von beiden. Eher dann schon stärken, weil sie wirklich interessant sind auf der einen Art. Weil, ja, wie krass das ist einfach. Für beispielsweise,
Ich kann ja mal hervorheben mein Video, wo ich MC Expert besiegt habe. Das ist das Video, glaube ich. Das hat auch so viele Dislikes bekommen nach diesem 1-1, wo ich... Ja gut, habe ich gesagt, dass ich hier rumbug? Ja gut, ne, habe ich. Ja. ich bug einfach rum. Dann gehen wir mal irgendeine Welt und... Ja, die Mythenwelt und, keine Ahnung, fliegen da mal ein bisschen rum. Ich weiß nicht, es ist einfach... ich kann es mir nicht erklären, warum so viele Dislikes, nur weil ich vielleicht einmal oder so arrogant getan habe in den einem Video. Es ist ja, die Ausmaße sind einfach unglaublich gewesen, wie viel Hate ich da bekommen habe, nur weil ich so gesagt habe, ja, den nächsten ziehe ich locker oder so. Niemand versteht wirklich Ironie oder ich habe MC Expert getötet, habe ich bin der Beste geschrieben, so aus Spaß, wirklich aus Spaß, weil es so ein Gag auch von Stegi war, wie er so irgendwo verkackt hat. Und dann fand ich das so enorm krass einfach, dass ich so viele verdammte Dislikes bekomme. Also, von daher, die sind mir ja, wie gesagt, eigentlich egal. Aber anschauen tue ich es mir natürlich. Abbauen tut es mich nicht. Eher aufbauen. Und ja, das war's dazu eigentlich zu den Likes, Dislikes. Ja, und vielleicht habe ich ja mal an dem Tag heute, wo ich ganz viele Abonnenten bekommen habe, was krass war. Wirklich krass war heute. Es war vor einer Woche oder so, habe ich, glaube ich, 30 Abonnenten gekommen. Das war so krass von euch. Und ja, da habe ich einfach, ja, 3 Kommentare, glaube ich, geschrieben oder so. Und ja, da habe ich richtig Diskussionen entfacht von euch. Das finde ich auch cool, dass man einfach, ja, diskutieren kann, ohne direkt zu beleidigen. Natürlich, von 20 Leuten haben natürlich einer oder zwei gleich... Du fetter Bastard, Hurensohn, mach keine Werbung. Ich habe einfach nur einen Kommentar geschrieben. Und genau die Leute, die mich dann aufbauen oder die wenigstens sachlich bleiben, wo man dann alles klären kann, genau die Leute, die mag ich. Und die wo eben direkt zu disliken, die mag keiner. Die mag keiner. Die mag keinen Zuschauer, die mag keinen Videomacher, die mag niemand auf YouTube. Niemand mag, dass in seinen Videos beleidigt wird. Also wenn jemand bei mir irgendwas aus Ironie schreibt oder so, dann fragt erstmal nach, ob es Ironie war. Oder überlegt euch's noch. Ja, hatet die Leute einfach nicht und bleibt immer schön geschmeidig. Auch bei Hater-Kommentaren, weil die lösche ich, block die Channel oder mach sonstiges damit. Aber hatet einfach mal nicht in den Kommentaren, fragt nochmal nach und bleibt immer sachlich. Ja, disst einfach nicht zurück oder so, sondern bleibt immer geschmeidig und ruhig, weil Haters gibt es immer. Jeder Kanal auf YouTube. Und ja, ihr könnt mir immer alles sachlich schreiben, was ihr verbessern wollt. Und natürlich frage ich auch diesmal stark nach, was wollt ihr wirklich als nächstes sehen? Ich bin ja mir immer unsicher, was ich jetzt bringen soll. Ob ich jetzt das bringen soll, was die meisten positiven Bewertungen und Feedback bekommen hat. Oder mal was komplett Neues, was ihr wollt. Oder irgendwas Altes, sagen wir Endergames oder so. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde hier bei Syndicate Games so und so verkacken. Aber ja, das stört mich im Endeffekt nicht, weil hier geht es jetzt gerade nicht ums Gewinnen, sondern nur um das Thema Hater-Dislikes, ob das mich überhaupt kümmert. So, jetzt kann ich nur mit der Faust schlagen, mit meiner Skill-Aura. Ja, komm, schreibt in die Kommentare, dass ich hack. Verloren, schade. Ja, GG. Oh Mann, Alter, auf jeden Fall. Ja, ihr könnt immer disliken und liken, ist eure Wahl. Ihr könnt immer meine Kommentare beleidigen, ist halt eure Sache. Aber ich werde nie wirklich darauf so eingehen, weil es einfach, ja, egal ist. Und ja, ihr könnt ja wieder eine positive Bewertung da lassen, falls ihr so einem Shitstorm wieder, ja, entgegenwirken wollt und mir vielleicht auch helft damit, mich aufzubauen oder, ja, allgemein ein bisschen nett zu sein, weil Likes freuen jeden YouTuber. Lasst einfach öfters vielleicht Likes da, auch wenn es nur minimal was ausmacht. Bei kleineren macht es viel aus und es freut mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Leute. Ciao.